In Deutschland haben rund 20% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Doch unsere Stadtparlamente sind noch weit davon entfernt, diese wachsende kulturelle und ethnische Vielfalt in unserem Land wiederzuspiegeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Unterstützt wurde die Studie von der Stiftung Mercator. Auf der Tagung mittendrin oder nur irgendwie dabei wurde die Studie Einwanderinnen und Einwanderer in den Räten deutscher Großstädte erstmals öffentlich präsentiert. Die Kernaussage der Studie ist, dass sich etwas bewegt. Die Partizipation, die Repräsentation der Migrantinnen und Migranten in den kommunalen Parlamenten steigt an. Es gibt mehr Städte, die solche Ratsmitglieder haben, aber es sind immer noch nicht alle Städte. Und insgesamt haben wir eine eklatante Repräsentationslücke mit nur 4% Ratsmitgliedern mit Migrationshintergrund. Migrantinnen und Migranten sind also in der Stadtpolitik krass unterrepräsentiert, und man kann mit gutem Grund sagen, dass die Bundesrepublik in dieser Hinsicht noch ein politisches Entwicklungsland ist. Die Studie, die in den Jahren 2010 und 2011 erhoben wurde, macht deutlich, dass Migrantinnen und Migranten in den Stadträten immer noch unterrepräsentiert sind. Auch bestehen zwischen den untersuchten Städten erhebliche Unterschiede. Spitzenreiter ist Frankfurt am Main. Hier haben immerhin 15 Ratsmitglieder einen Migrationshintergrund. In Mannheim, Heilbronn und Hagen hingegen sitzt kein Rat mit Migrationshintergrund im Stadtparlament, obwohl auch in diesen Städten viele Migranten leben. Dennoch gibt es auch erfreuliche Tendenzen. Im internationalen Vergleich finden wir, dass die Zahl von Vertretern mit Migrationshintergrund in allen gewählten Körperschaften zunimmt. Im Allgemeinen ist es aber so, dass Frauen stark unterrepräsentiert sind, und speziell Frauen mit muslimischem Hintergrund. Das scheint in Deutschland ganz anders zu sein, und das finde ich einen sehr überraschenden Befund. Beim Blick auf die nationale Herkunft der Ratsmitglieder fällt die große Zahl türkischstämmiger Migranten auf. Auch zeigt sich, dass die Ratsmitglieder überwiegend gut gebildet sind. Fest steht, fast alle Parteien haben erkannt, dass die kulturelle Vielfalt Eingang in die Politik finden muss. Viele Migrantinnen und Migranten müssen sich aber mit hartnäckigen Vorurteilen auseinandersetzen. Während dem Wahlkampf, als ich für die CDU Werbung gemacht habe und Wahlkampf gemacht habe, haben mich manchmal Leute angesprochen und gesagt, sie sehen aber nicht aus wie eine CDU-Politikerin. Und da musste ich erst mal überlegen, was das bedeutet. Also es sind schon noch Vorurteile auf beiden Seiten da. Und von meinen türkischen Freunden teilweise habe ich dann dieses Erstaunen mitbekommen, warum ich für eine christliche Partei kandidiere. Von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und mit welcher Motivation sie in den politischen Betrieb eingetreten sind, berichten Politikerinnen und Politiker in der Gesprächsrunde zum Thema ganz normale Volksvertreter. Hier zeigte sich, wie es auch die Studie belegt, dass sich der Anteil der Migranten und Migrantinnen von Partei zu Partei unterscheidet und wie vielfältig die politischen Biografien und Karrierewege sein können. Mein Einstieg kam über als Elternbeirat und in Vereinen, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich gemerkt, die Sache war interessant. Ich habe einen beruflichen Hintergrund erst aufbauen müssen, bis ich beruflich sattelfest war. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist für mich eine Möglichkeit, mehr politisch, also mich in die Gesellschaft einzubringen, in der ich ja auch sehr viel bekommen habe. Meine Motivation, in die Politik zu gehen, hatte eigentlich dezidiert gar nichts mit meinem Migrationshintergrund zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich einfach in einem Elternhaus aufgewachsen bin, das sich immer wieder mit Fragen der Gesellschaft, der Umwelt beschäftigt hat. Und das berührt einen dann natürlich. Im Vortrag von Markus Linden von der Universität Trier drehte sich alles um die Frage, partizipieren, aber wie? Ich glaube kaum, dass es angezeigt ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf einem besonderen Weg partizipieren sollen. Sondern ich glaube, dass die hergebrachten Institutionen der parlamentarischen Demokratie dafür ausreichend Gelegenheiten schaffen, insbesondere die Parteiendemokratie,
und die Partizipation per Wahl, die meines Erachtens die größte Einflussmöglichkeit für die Repräsentation von Migranteninteressen bietet. Ich glaube, dass Sondergremien, wie sie eingeführt werden, insbesondere die Islamkonferenz oder der Integrationsgipfel, auf Dauer für die politische Integration von Migranten weniger ausschlaggebend sind oder weniger erfolgversprechend sind, wie die herkömmliche politische Partizipation, die sich aber auch ausrichten muss. Die Hauptstadtkampagne Be Berlin soll ein neues Lebensgefühl in der vielfältigen Großstadt vermitteln. Aber ist Berlin auch Vorbild, wenn es um die politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten geht? Immerhin haben 10% der Abgeordneten im Berliner Landesparlament einen Migrationshintergrund. Was kann getan werden, um die Repräsentanz weiter zu stärken? Diesen Fragen ging die Schlussrunde der Konferenz auf den Grund. Berlin braucht jetzt mal einen Aufbruch beim Thema Integration, also einen wirklichen Integrationsplan, der in allen Bereichen Aufbruch organisiert, also beim Thema Sprache und Bildung, mehr Qualität und Förderung, beim Thema Akzeptanz der Religion, des Islam hier, die Öffnung aller Jobs, auch im öffentlichen Dienst für Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich bei der politischen Teilhabe. Also fängt man an mit, hier sollte eine Aktion für ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatenangehörige gestartet werden. Gibt es natürlich eine Münze, mit der Entscheidungen herbeigeführt werden. Und das ist letztlich der Wahlzettel. Deswegen glaube ich, dass wir noch so viele schöne Maßnahmen haben werden, wenn es uns nicht gelingt, auch die Wohnbevölkerung und die Wahlbevölkerung in Übereinstimmung zu bringen, dann werden wir letztlich doch immer scheitern. Auch wenn die Parlamente noch nicht die kulturelle und ethnische Diversität in den Städten widerspiegeln, so sind trotzdem 2/3 der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund überzeugt, etwas für die eingewanderte Bevölkerung erreicht zu haben. Auch wenn sie sich nicht vorwiegend als deren Sprachrohr verstehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, weil ich Eltern habe, die halb deutsch und halb afrikanisch, also kongolesischer Herkunft sind, und ich mich da nicht so ausgegrenzt gefühlt habe, als dass mir dann was auf den Nägel gebrannt ist, sondern ich mache Politik immer anhand von bestimmten Politikfeldern, also Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik. Aber was ich schon bin, das weiß ich und das ist wichtig, ich bin ein Beispiel, ein Symbol, ein Gesicht nach außen, um Menschen zu ermutigen, selber auch aktiv zu sein, ob jetzt in der Politik oder in irgendwelchen anderen Organisationen. Und ich bin auch ein Gesicht, das die Vielfalt des Landes darstellt.